Ja, herzlich willkommen am Schiller. Eine neue Folge Warum zum Schiller. Ungewohnter Anblick. Bis jetzt waren es immer nur zwei Gesprächspartner. Heute ein ganzes Team, das Team vom Ganztag, Rebecca Klann, dann Petra Kahnbrock-Elle. Ich wollte schon den Doktor hinzufügen, aber das hat sie gar nicht so gerne. Und Mislav Bukvic. Die drei sind hauptverantwortlich für die Koordination unseres Ganztags. Mein Name Ulrich Reckmann, für diejenigen, die zum ersten Mal zuschauen. Ich leite zusammen mit Flora Würger und Ulf Konrad die Erprobungsstufe. Ja, aber gleich zur Sache. Der Ganztag und seine Angebote. Mislav, wie sieht das Angebot aus? Natürlich sehr vielfältig. Ja, wir sind ja eine gebundene Ganztagsschule. Das heißt, wir haben an drei Langtagen oder an drei Tagen sogenannte Langtage. Das heißt, da verbleiben die Schüler auch tatsächlich von morgens um circa 8 bis 3 in der Schule. Also montags, mittwochs und donnerstags. Und das ist der Zeitraum, wo wir dann als Ganztag vor allem tätig werden. Wir gestalten die Mittagspause. Wir organisieren auch das Mittagessen. Da wird auch die Kollegin gleich noch was dazu sagen. Also vor allem an diesen drei Langtagen haben wir eine 60-minütige Mittagspause, die dann zum Essen, Spielen, Entspannen, ja letztendlich zum Abschalten dient. An diesen drei Langtagen essen die Fünft- und Sechstklässler verbindlich, verpflichtend in unserer Biomensa. Und das dann als Klasse gemeinsam. An den restlichen Tagen können Sie dann freiwillig essen. Nach dem Mittagessen gibt es die Möglichkeit, die Zeit nach eigenem Interesse zu gestalten. Das heißt, es gibt zahlreiche Angebote für drinnen und draußen. Das Ganze funktioniert in Zusammenarbeit mit unserem Ganztagsträger, dem gemeinnützigen Verein Evangelisch GmbH. Entschuldigung, nicht Verein, sondern GmbH ist es richtig. Und dann gibt es dann eben in diesen Mittagspausen Angebote, Sportangebote, Entspannungsangebote, die die Schüler wahrnehmen können. So als kurze Einleitung. Ja, danke schön. Springen wir gleich für viele vielleicht der ganz wesentliche Punkt. Der Bauch muss voll sein. Also, wie funktioniert die Mensa? Was für ein Essen gibt es? Wie bucht man sich da ein? Und die wichtigste Frage ist vor allem, schmeckt's? Fange ich mit dem letzten an. Es schmeckt sehr gut. Wir haben eine sehr gute Rückmeldung von unseren Schülerinnen und Schülern, die in der Mensa regelmäßig teilnehmen. Unsere Mensa ist seit 2010 in einem provisorischen Gebäude. Und seit 2010, das sind jetzt 10 Jahre, haben wir uns so weit entwickelt, dass wir jetzt eine ganz klassische Biomensa sind. Wir haben einen Caterer finden können vor 3 Jahren, der die Firma Beyond GmbH, die bietet 100% Bioessen an. Werden Demeter getestet und unsere Produkte werden vor Ort zu einem Großteil gekocht. Und sind Produkte auch, die in einem Umkreis von maximal 80 Kilometern auch angeliefert werden. Das Obst, das Gemüse, was dann immer frisch täglich kommt. Wir haben in unserer Mittagspause ja so gestaltet, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler des Schillergymnasiums zur gleichen Zeit essen gehen, sondern wir haben in 3 Stunden, über 3 Schulstunden verteilen wir unsere 5 Klässler in einer, die 6 Klässler essen in einer Stunde und dann unsere restlichen Schülerinnen und Schüler dann in der sogenannten, in der letzten Stunde der 7. Stunde. Und wir sind ja gesunde Schule, das Schillergymnasium schon seit langen Jahren. Und daher ist es uns auch wichtig, dass die Kinder regelmäßig ein gesundes Essen einnehmen und auch das schon von klein auf, sprich also mit unseren 5 Klässlern lernen. Insofern haben wir ein verpflichtendes Mittagessen. Also jeder Schüler, jede Schülerin der Klasse 5 und 6 muss an den Langtagen gemeinsam mit der Klasse zum Essen gehen. Sie werden dort von den Mitarbeiterinnen des Ganztages begleitet und können danach dann die Mittagspause, wie gerade der Kollege Herr Bukvic das schon erklärt hat, dann so gestalten, wie sie möchten.
Wir haben, das Besondere in unserer Mensa ist, um Schlangenbildung zu vermeiden, und das hat uns dann auch unsere Erfahrung gezeigt, eine super Lösung gefunden mit dem Caterer. Wir bieten ein sogenanntes Buffetsystem an. Das kennt der ein oder andere vielleicht auch aus seinen Urlauben aus Antalya oder aus Fuerteventura. Das heißt, man hat einen Chip, man kriegt Zugang zur Mensa und kann sich dort frei bewegen. Jetzt in der Pandemie natürlich nicht, da gibt es bestimmte Plätze, aber ansonsten frei bewegen und wählen, sein Essen wählen, was er möchte. Es gibt keine Tellergerichte, wir haben ein Buffetsystem, es gibt zwei Hauptgerichte immer, wovon eins mit einer Fleischbeilage vornehmlich Rind oder Huhn sein kann. Ansonsten haben wir ein vegetarisches Essen. Wir haben eine Nudelbar, wir haben eine Salatbar, wir haben eine Nachtischbar und jeder, wie gesagt, jedes Kind kann essen, was es möchte. Das Norm, was wir noch dazu ist, am Ende des Mittagessens muss ein leerer Teller abgegeben werden. Das ist ein bisschen für den Alten noch ein bisschen schwierig, aber das heißt, es soll lernen, dass die Kinder sich nicht, weil wir ja das Buffetsystem haben, die Teller so voll machen, sondern sie können so oft an die Theken gehen, so oft wie sie möchten in ihrer Mittagspause. Ja. Kurz noch zum, diese Mensa wird unterstützt auch von den Schülern selber. Uns ist ja das soziale Engagement der Schüler ganz wichtig. Und wir haben für jede Stufe, jede Klasse gibt sogenannte Mensa-Helfer in die Mensa zu der Zeit, wenn die Jahrgangsstufe ist. Und die dann die Buffets betreuen, gucken, ob alles sauber ist, ob wir die Tische sauber sind und dann damit auch das Mensa-Personal vor Ort entlasten. Ja, danke schön. Also, dass es schmeckt, kann ich bestätigen. Gerne. Ich war ja schon mal mit meinem Jüngsten da und wenn der Mägelpott sagt, es schmeckt, dann muss es wirklich gut sein. War aber auch Pizzatag, glaube ich. Also, findet er auch besonders gut. So, was die Eltern aber auch vermutlich interessiert, gerade diejenigen, die ein Betreuungsproblem haben und die berufstätig sind, wie sieht denn die nachschulische Betreuung am Schiller aus, Rebecca? Genau, wir am Schiller, wir sind gerade aktuell ein Team von 15 Studenten, ganz unterschiedliche Studiengänge von Lehramt über soziale Arbeit, über Sport. Dadurch, dass wir ein relativ junges Team sind, bietet es auch nochmal so eine Zwischenstelle zwischen Lehrer und Schülern. Das heißt, Schüler kommen auch oft zu uns und vertrauen sich dann eher uns an, als zum Beispiel auch den Lehrern. Wir bieten zum einen eine nachschulische Betreuung an allen Tagen bis 16.30 Uhr. Also Herr Bukowitsch hat das ja schon angedeutet, dass wir Kurz- und Langtage haben. Wir haben aber an allen Tagen eine Betreuung bis 16.30 Uhr. Hierzu müssen Sie Ihr Kind nicht fest anmelden. Sie können das natürlich gerne anmelden und dann bieten wir Ihnen praktisch die Betreuungssicherheit. Das heißt, wir kontrollieren die Kinder, ob sie da sind oder ob sie nicht da sind. Diese Betreuung ist kostenfrei und sie ist deutlich flexibler, als Sie das wahrscheinlich von den OGS an Ihrer Grundschule kennen, weil Ihre Kinder können an den Tagen kommen oder sie müssen nicht kommen. Sie können auch sagen, es soll nur dienstags oder nur freitags kommen. Da sind wir relativ flexibel und das kann man auch immer im Laufe des Schuljahres ändern. Wenn Sie sagen, zu Beginn des Schuljahres wollen wir das nochmal ein bisschen enger haben. Und wenn Sie dann merken, dass das Kind mehr Freunde gefunden hat oder eigenständiger wird, dass Sie dann auch das Betreuungsangebot nicht mehr so brauchen. Das ist unser eines Angebot und zum anderen haben wir noch ein Betreuungsangebot an den unterrichtsfreien Tagen. Das sind hier am Schiller die Tage wie zum Beispiel Zeugniskonferenzen oder bewegliche Ferientage. Oder wenn sonst der Unterricht aufgrund von irgendwelchen unvorhergehenden Sachen ausfällt, bieten wir eine tägliche Betreuung von 8 bis 16.30 Uhr an. Diese Betreuung kostet 150 Euro pro Schuljahr. Und da unternehmen wir mit den Schülern ganz verschiedene Sachen, sei es, dass wir ins Jumphaus gehen oder wir waren schon in verschiedenen Museen oder waren sportlich aktiv und waren bouldern. Das kommt bei den Kindern auch meistens ganz gut an. Da können die Kinder dann auch mitbestimmen, was wir machen wollen. Hierzu müssen ihre Kinder allerdings fest anmelden. Genau. Das sind so die zwei Betreuungsangebote, die wir ihren Kindern bieten. Gut, danke schön.
Ich glaube, dann haben wir alles Wichtige im Zusammenhang mit dem Ganztag besprochen. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann kann man sich auf der Homepage auch noch zu unserem Ganztag informieren oder direkt eine Mail an das Ganztagsbüro schicken. Ja, und wer sich gar nicht mehr auskennt, kann auch mir eine Mail schicken. Ich leite das dann an die passenden Personen weiter. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und ich freue mich auf die nächste Mahlzeit in der Mensa. Bis dahin, tschüss.